Hallo und willkommen bei Bildner TV. Wollt ihr in Microsoft Excel euer Datum auf eine etwas schönere Art und Weise eingeben? Ja, dafür gibt es ein Mini-Kalender-Add-in und für Microsoft 365 braucht ihr das sogar, denn da gibt es ältere Add-ins, die es in älteren Versionen von Office gehabt eben nicht mehr. Da ist das die einzige Möglichkeit. Ja, seid gespannt, was es macht. Ich zeige es euch gleich. Hallo, hier ist der Andi und ihr seid bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und ich zeige euch heute ein praktisches Microsoft Excel Add-in, nämlich den Mini-Kalender und Date Picker. Damit könnt ihr in Microsoft Excel ein schönes Kalenderdatenblatt erzeugen, auf das ihr nur draufklicken müsst und schon wird das entsprechende Datum in eure ausgewählte Excel-Zelle eingefügt. So etwas gab es in den älteren Versionen von Microsoft Excel schon, in 2019, 2016 und so weiter. Da nannte sich das Ganze der Microsoft Excel Date and Time Picker und war ein Add-in, das von Microsoft direkt verfügbar war. Da gibt es den auch noch, allerdings bei Microsoft 365, da sucht ihr ihn in der Excel-Version vergebens, da gibt es ihn nicht mehr. Microsoft will ihn wieder bringen in einer neu überarbeiteten Version, aber bis jetzt ist das eben noch nicht geschehen. Und ich zeige euch heute eine Alternative, die sowohl in Microsoft Excel 365 als auch in den älteren Versionen funktioniert und euch einen schönen Kalender zur Verfügung stellt, wo ihr nur draufklicken müsst und schon wird das Datum eingefügt. Wenn ihr Infos zu diesen Add-ins wollt oder eben auch weitere Vorschläge für Add-ins, dann werft einen Blick in unser Buch zu Microsoft Excel 2019 Stufe 2 Aufbauwissen. Da findet ihr alles rund um das Einfügen von Add-ins und was ihr zu Add-ins wissen müsst und natürlich viele Infos zu Funktionen und Diagrammen und anderen Dingen, die ihr in Excel braucht. Zu finden unter www.bildnerverlag.de und unter diesem Video. Ja, und ich gehe in mein Excel und möchte jetzt hier einfach so hier bitte Datum eingeben. Und das soll dann hier in diese Zelle eingegeben werden. Das hinterlege ich jetzt einfach mal farbig. So. Und natürlich kann man einfach das Datum eintippen, aber manchmal weiß man das Datum ja nicht. Das ist der Freitag in 3 Wochen. Da muss ich erst im Kalender nachschauen. Und dann wäre es eben viel, viel besser, wenn ich jetzt hier so eine kleine Kalenderübersicht hätte. Die bekommen wir mit einem Add-in. Und ein Add-in findet ihr in Microsoft 365, wenn ihr auf den Punkt Einfügen geht. Da findet ihr hier in der Mitte die Punkte Add-ins abrufen und meine Add-ins. Wenn ihr ein Add-in bereits einmal abgerufen habt, dann findet ihr es unter dem Punkt meine Add-ins. Da wir das jetzt zum ersten Mal verwenden, müssen wir das erst einmal abrufen. Also ich klicke auf Add-ins abrufen. Und jetzt könnt ihr hier in das Suchfeld, gebt ihr einfach ein Mini, lasst ein Leerzeichen und dann fangt an auf Englisch Kalender zu schreiben, also C-A-L für das englische Kalender, Mini-Kal und dann einfach auf Suchen klicken. Das sollte eigentlich schon genügen. Und ihr seht hier an erster Stelle ist genau das, was ich will, nämlich der Mini-Kalender und Date Picker. Ich zoome mal näher ran. Also ihr seht links oben im Eck meine Sucheingabe und hier das Add-in in der Mitte, das wir nehmen. Ja, und ihr klickt auf der rechten Seite einfach nur auf Hinzufügen und auf Weiter. Ja, und jetzt wird das Add-in einmal zu unserem Excel hinzugefügt und auch schon hier mit eingefügt. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein Kalenderblatt, das mir den aktuellen Monat zeigt. Das kann ich am Rand anklicken und verschieben. Ihr könnt es also positionieren. Ihr könnt es auch an den Ecken nehmen, wie jedes andere Element und größer und kleiner ziehen. So. Allerdings kleiner als so geht es nicht, denn wenn ich es hier kleiner schiebe, dann seht ihr, ja, die Schrift vergrößert und verkleinert sich nicht mit. Das müsst ihr also hier so in der Größe belassen. Ja, und jetzt funktioniert das Ganze ganz einfach. Ich klicke hier rein, wo das Datum rein soll und jetzt wähle ich mir einfach das gewünschte Datum aus. Zum Beispiel den nächsten Montag. Klicke ich einfach ein, an und schon wird der hier eingefügt.
Super praktisch. Jetzt habe ich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Die habt ihr in der unteren Leiste. Die zeige ich euch natürlich auch noch. Also wenn ich hier das Feld habe, es geht jetzt hier um diese wirklich untere Leiste, die ich da habe, die so ein bisschen farbig aussieht. Und da kann ich jetzt von links nach rechts, kann ich hier die Kalendergröße einstellen. Also ich kann den Kalender etwas kleiner machen und etwas größer. Und ich kann hier auch die Farben verändern. Also ich habe hier verschiedene Themes, also verschiedene Themen, die ich da durchklicken kann. Ist dann ein bisschen unterschiedlich formatiert. Und ihr könnt hier auch das Kalendersystem ändern. Und zwar, wenn ihr da draufklickt, ihr bekommt es dann angezeigt. Und zwar kann ich hier auf alle Fälle so lange durchklicken, bis ich das ISO-Kalendersystem habe. Das ist das, was wir eigentlich in Europa und in Deutschland verwenden. Und das ist wichtig für die Berechnung, welche Woche wir haben, welche Jahreswoche. Denn die kann ich mir auch anzeigen lassen. Das finden wir gleich daneben. Also ich sollte für unser europäisches hier auf ISO-Kalendersystem geschaltet haben. Und hier kann ich mir noch die Woche anzeigen lassen. Auch ganz praktisch. Und das waren eigentlich die wichtigen Funktionen. Und hier mit diesem großen X, da kann ich diese Einstellungen auch ausblenden, wenn mich die stören. Und eine Funktion, die noch ganz praktisch ist, zum Beispiel, wenn ich die Uhrzeit brauche, dann funktioniert das Ganze auch. Und zwar habt ihr dafür dieses kleine Uhr-Symbol. Da müsst ihr einfach nur auf das Uhr-Symbol klicken und jetzt nicht stören lassen, denn es wird hier das amerikanische Uhrzeitformat eingefügt. Aber das können wir natürlich ändern. Ich gehe dazu einfach auf das Register Start und gehe auf die Zahlenformatierung und wähle jetzt einfach hier Uhrzeit aus und wähle mir aus, wie meine Uhrzeit formatiert sein soll. Ich nehme jetzt hier die ganz normale 24-Stunden-Formatierung. Ja, und schon habe ich es entsprechend formatiert. Das Ganze funktioniert jetzt in Excel. Das Add-in ist installiert. Ich zeige euch das auch noch. Ich blende mal mein komplettes Excel aus, speichere das Ganze mal nicht. Wenn ihr da übrigens noch Fragen dazu habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und denkt dran, wer einen Kommentar da lasst, der nimmt auch an unserem wöchentlichen Gewinnziehung teil und kann ein Buch aus unserem Bildner Verlagsprogramm gewinnen. Ja, und jetzt habe ich hier eine neue Excel-Tabelle und da funktioniert das Ganze genauso. Ich kann zum Beispiel, wenn ich wieder die Uhrzeit brauche, das Ganze vorher schon festlegen, dass hierin in der Zelle gehe ich gleich mal auf die Einstellungen und stelle hier gleich mal auf Uhrzeit 24-Stunden-Format. Und jetzt kann ich hier einfach daneben einfügen meine Add-ins. Und da klicke ich auf den Pfeil. Und hier seht ihr zugleich die zuletzt verwendeten. Da ist mein Mini-Kalender. Den brauche ich jetzt nur noch anklicken. Und schon wieder eingefügt. Ich kann ihn mir an die gewünschte Position ziehen, wo ich ihn denn gerne hätte. Ich positioniere den jetzt mal schön daneben. Ja, und jetzt klicke ich hier bei der Uhrzeit rein und wähle hier das Uhr-Symbol aus. Und ihr seht, jetzt wird man auch gleich die richtige Uhrzeit im richtigen Format eingegeben. Datum funktioniert auch. Ich kann hier oben noch weiter blättern und kann jetzt hier zum Beispiel gleich ein Datum aus dem August nehmen, den ersten Montag im August. Das wäre hier der zweite. Ja, ihr seht, ein sehr nützliches Tool. Das könnt ihr eigentlich in jedem eurer Excel-Tabellenblätter verwenden. Ihr müsst nur einmal dieses Add-in installieren. So ziemlich dasselbe hat euch eben auch dieses ältere Microsoft Add-in geboten. Aber wie gesagt, das ist in Microsoft 365 halt nicht mehr verfügbar. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Oder wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wollt ihr unseren Kanal unterstützen? Dann schaut einfach mal unter www.bildnerverlag.de, ob ihr da vielleicht ein Buch findet, das euch zusagt. Ansonsten abonniert einfach unseren Kanal, das freut uns schon genauso und wir sehen uns bei unserem nächsten Video bei Bildner TV. Ciao!